Okay, willkommen zurück zu Dead Space 1, Part 7. Ich habe mich jetzt einfach mal entschieden, direkt weiterzuspielen. Wir nehmen einfach den Speicherstand von davor, den wir gerade schon fertig gespielt haben, Part 6, und laufen einfach mal weiter. Wir haben jetzt zur Erklärung ein Schockpad eingesammelt, um es zusammen mit dem Thermit zu einer tödlichen Bombe umzuwandeln und die Barrikade zu zerstören, um dann irgendwo reinzukommen. Ich glaube, wir suchen immer noch das Rig von dem Captain. Ja, da kam er gerade schön ins Hut gehüpft. So, Pisser. Diese Viecher hasse ich ja wie die Pest, ne? Die kraxeln an den Wänden lang, haben keine Beine oder so, hängen trotzdem dran, ne? Ekelhaft. Wie müssen die Menschen ausgesehen haben, die hier vorher gebissen haben, um zu Zombies zu werden, ne? Haben die schon keine Beine mehr gehabt oder was? Mann, ey. Die regen mich wirklich auf, also da kenne ich nichts. Gib mir einfach, das ist einfach zu viel für mich. Wie auch immer. Aber kommen wir leider nicht rein, aber da ein paar Schränke. Credits. Kommen wir leider nicht rein. Aber hier kommen wir lang. Na, das ist wieder der Homie hier, der sich die Birne eingedroschen hat. Ein kleiner Möchtegern. Headbanger, oh oh, neue Monster. Angst. Viele. Und es klebt an mir, es klebt an mir. Verpisst euch. Nochmal hier. Ich kann. Ich habe bloß 12 Schuss mit dem Plasma-Cutter und kann nicht jedes einzelne Viech hier erwischen, ne? Wie auch immer. Ich habe die Gefahr besiegt. Gefahr gebannt? Ne, Gefahr erkannt. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Hier jetzt auf jeden Fall weiter. In Dead Space 1 jetzt weiter. Auf Let's Play Anything jetzt weiter. Es geht immer weiter. Leute, die Welt bleibt niemals stehen. Haben wir. Thermit haben wir. Shockpad haben wir. Bombe bauen wir. Jetzt. Ja, eigentlich für eine Thermit-Explosion ist das ja noch zu wenig. Thermit schleimt einfach mal noch monatelang nach, weil es so fucking heiß ist. Soll ich mal ein paar schöne YouTube-Videos angucken? Thermit ist echt eine üble Sache. Oh, seine Freundin. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest, Schwester! Drücken Sie ihn nach unten! Himmel! Ende der Aufzeichnung! Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Oh. Ich bin sicher, dass ich hier... Stirb, du Misty! Bam! Wo ist er? Da ist er. Es bringt nicht... Doch, es bringt was, wenn ich so auf ihn schieße. Oder lebt er jetzt noch? Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Also, sie sterben leichter, wenn man ihnen die Haken abschießt. Ja, also, wenn man jetzt versucht, ihm in die Fresse zu schießen, dauert es definitiv länger, wie gerade gesehen. Ja, mal ein paar Schränke. Ein paar schöne Items. Ja, Plasma-Energie ist immer gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, man sammelt immer genau die Munition auf, die man gerade verschossen hat. Was in sich nicht schlecht ist, ne? Also, ich würde nicht sagen, dass es jetzt verkehrt ist. Ich höre was. Wo ist er? Wo bist du? Slot hin. Credits. Werd hier in diesem Schiff noch zum Multimillionär. Freue mich schon, wenn ich den nächsten Anzug habe hier. Der sieht bestimmt noch geiler aus. Der Anzug hat ja auch schon ziemlich Style. Aber da kommt bestimmt noch einiges mal auf mich zu. So, das sieht schon mal ziemlich widerlich aus. Oh, der ist ja schnell. Bringt aber alles nix. Schneller als Lucky Luke, ja, ich schieße schneller als der Zombie rennen kann. Komm her jetzt hier. Kitzel den bloß mit dem Teil. Keine Plasma-Energie mehr. Gebt mir Plasma-Energie.
Scheiße. Ist er tot? Jetzt auf jeden Fall tot. Was ist mit dem anderen? Das sogenannte Nachknurren. Das letzte Knurren. Könnte ein bisschen Munition gebrauchen. Gibt's sowas hier? Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn ja, mach mal. Wird dir bestimmt her. Helfen, wenn du jetzt hier die Leute suchst. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris. Sie kommen aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Du willst mir was hier immer Dreck fressen? Assi. Sollte aber vielleicht ein paar Probleme hier. Jetzt nicht mehr. Alles gut, alles gut. Ich hab's überlebt. So, jetzt Munition hier. Da ist Munition. Hier sind Credits, die habe ich schon eingesammelt. Warum wollte ich jetzt eigentlich hierher? Wegen der Sauerstoffstation? Oh, mir bringt doch Sauerstoff überhaupt nichts. Aber hier ist noch was. Was ist das? Irgendwas Strahl. Strahl? Was soll ich jetzt Strahl machen? Oder? Pinkeln kann man nur bei Duke Nukem Forever. Kaum löst man mal einen anderen Trigger aus in diesem Spiel, kommen die Monster schon wieder von anderen Seiten. Ne? Das regt mich ein bisschen auf. Auf jeden Fall kommen sie erst von vorne und dann von hinten. Bäh. Fantastische Szene. Wir haben alles im Kasten. Leute, ihr kommt zu Germany's Next Top Zombies. Keine Ahnung. Ich bräuchte mal wieder Munition, Leute. Munition, Munition. Ich habe nicht mal ein Medipack bei. Weiß ich ja, was ich als nächstes kaufen muss. Wissenschaftliches Logbuch, Chief Science Officer Dr. Kine. Ich habe mich jetzt todeserschrocken. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt noch im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen. Zwischen offensichtlichen Symptomen, akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen. Er hat gerade die Dinger auf mich geschossen, ne? Gewalttätige Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Böse. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der Medipack. Planetare sehr Psychiater schön. Dr. Walland hat berichtet, dass eine eigene man kriegt immer das, was man gerade am meisten braucht. Jetzt bräuchte ich Munition. Noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen. Wo gehen wir eigentlich aber hin? Ich brauche seine Expertise. Wir in einen Fahrstuhl. Und zwar schnell. Schön. Gehen wir in einen Fahrstuhl. Ich ahne Böses. Müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Hier liegt nämlich noch wertvolle Munition rum, die wir jetzt brauchen werden. Aufgrund dessen. Eine neue Art von Zombies, und zwar schnell ransprintende Zombies. Böse, ich habe auch gar keine Stasi-Energie mehr. So, hier ist wichtig, dass wir den erstmal bisschen die Hölle heiß machen und auf jeden Fall dieses Vieh hier vernichten. Weil dieses Vieh sucht sich jetzt die Leichen und würde jetzt aus jedem weiteren Leichnam hier so ein ekelhaftes schwarzes Vieh rausholen. Ihr könnt ja mal gerne probieren, was passiert, wenn ihr diesen Vogel hier nicht abschießt. Probiert mal gegen die schwarzen Zombies da lange durchzuhalten. Macht das mal. Und dann macht ihr eine Videoantwort, wie lange ihr durchgehalten habt. Wahrscheinlich so lange, bis euch die Munition ausgeht. Ich werde rausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Das ist nämlich nicht zu scherzen, ich habe es ein paar Mal probiert. Das war jetzt eben der Schnelldurchlauf. Ich hätte auch failen können, um euch zu zeigen, wie man failt, aber ich bin ja kein Failer. Sind ja nicht alle Failer, ne?
Nicht alle German Let's Failer. So, ein weiterer Arztbereich, Praxis, Dr. Schnelltod. Bei uns sterben sie in einer riesigen Blutlache. Hack nicht hier eben schon mal? Sieht auf jeden Fall ähnlich aus. Ah, wir gehen wieder zurück. Schön, dann kann ich mal suchen, wo man hier als nächstes speichern kann. Da haben wir schon wieder einen Schwarzen. Guck, wie schnell die sind, ne? Ratzfatz ran. Die halten auch definitiv mehr auf als die anderen Pisser. Der lebt jetzt nämlich noch hinter der Tür weiter. Erschreckt euch! Er tanzt, ey. Er tanzt. Er kann tanzen. Ich will tanzen, tanzen. Lass mich endlich tanzen. So, wo kann man hier speichern? Isaac! Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Defekte Rettungskapsel. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Ah, wir haben wieder was im Schrank. Es kam aus dem Planeten, mal speichern, schaut mal ein bisschen, wie lange wir jetzt schon gezockt haben hier. Es sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Mach das. Ich mach wieder die Drecksarbeit und du schaukelst dir da beim Captain die Eier. Wahrscheinlich nur mit Hilfe vom des Captains Arm. So, wir schauen. 53 Minuten war das eben. Oh, wir sind schon über die Zeit hinausgekommen. Alles klar. Dann beende ich jetzt Part 7 an der Stelle. Und wir hören uns im nächsten Part wieder. Haut rein.